Stark souverän Spreefüchse. Sie gewinnen das Topspiel gegen die Tabellendritten von der SGH 2Q Herrenberg mit 32:22. Ja, es ist ein geiles Gefühl. Wir hatten gehofft, dass wir auf Berlin Druck machen können. Als Erstplatzierten, die das heute echt gut gemacht haben. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir das schaffen. Die Füchse in Grün demonstrieren bereits zu Beginn ihre Stärke. Leona Svirukova verwandelt diesen 7 Meter souverän zur 5:0-Führung nach 9 Minuten. Traumstart für die Füchse, die Kutis aus Herrenberg ratlos. Nach einer Auszeit von Trainer Mike Leibsle finden sie jedoch ins Spiel und können ihre Chancen nutzen. Annika Biesel netzt zum 8:7 in der 19. Minute über die Halbposition. Jetzt ist es ein Spiel auf Augenhöhe. Punktlandung dann zum Ende der ersten Halbzeit. Kreisläuferin Tina Wagenlader mit der Nummer 14 trifft zum Pausenstand von 14:10. Eine verdiente Führung für die Berlinerinnen. Es gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn man gut startet, dass man nicht hinterherläuft. Das Spiel war offen, aber haben es dann eben doch nicht geschafft. Ja, wir wollten laufen und gute Abwehr machen. Nach der Pause geht es heiter weiter und die Spreefüchse stellen ihre Vormachtstellung weiter unter Beweis. Überzahlspiel bei den Füchsen, dann Svirukova mit dem Passen auf rechts außen und Anais Squire trifft zum 16:10 in der 33. Minute. Trotz Auszeit finden die Herrenbergerinnen diesmal nicht mehr ins Spiel zurück. Die Abwehr der Füchse und allen voran Torhüterin Sophie Svarer-Hansen sind zu stark. Das letzte Tor des Abends gehört Bo Decker. Sie trifft zum Endstand von 32:22. Beste Werferin bei den Füchsen ist jedoch Leona Svirukova mit 10 Treffern. Dementsprechend groß die Freude im Fuchsbau. Da war alles dabei, Wille, Herz. Mit dem Ergebnis gehen wir jetzt natürlich mit einem schlechten Gefühl nach Hause und wollen es auch nächste Woche und auch vor allem im Rückspiel auf jeden Fall besser machen. Und ich denke, wenn wir darauf weitermachen und einfach noch ein bisschen mehr drauflegen, dass das nächste Woche Samstag sicher klappen muss. Die Spreefüchse verteidigen am Ende souverän ihre Tabellenposition. Doch bereits nächste Woche wartet die nächste Mammutaufgabe auf die Berlinerinnen. Dann geht es nämlich zu den direkten Verfolgerinnen vom BSV Sachsen-Zwickau. Und auch dann wollen die Spreefüchse wieder stark und souverän auftreten.